is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Weissagung wird erfüllt werden. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht zur Haare ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Der Glaube, der Habakuk und all die Heiligen und Gerechten in der damaligen Zeit der tiefen Anfechtung stärkte, war der gleiche Glaube, der das heutige Volk Gottes aufrecht erhält. In den dunkelsten Stunden, unter widrigsten Umständen, kann der gläubige Christ seine Seele bei der Quelle des Lichtes und der Kraft verweilen lassen. Tag um Tag kann er durch Gottvertrauen neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen. Im Dienste Gottes braucht es keine Verzweiflung, kein Schwanken und keine Furcht zu geben. Der Herr wird die höchsten Erwartungen derer, die ihm vertrauen, nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Er wird ihnen die Weisheit schenken, die ihre verschiedenen Bedürfnisse erfordern. Der Apostel Paulus legt ein beredtes Zeugnis davon ab, in welchem Umfang Vorsorge für jede versuchte Seele getroffen worden ist. Ihm hatte Gott zugesichert: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dankbar und zuversichtlich antwortete der geprüfte Diener Gottes darauf: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir müssen einen solchen Glauben, wie ihn Propheten und Apostel bekundet haben, entwickeln und einen Glauben, der sich an die Verheißungen Gottes klammert und auf Befreiung zu der von Gott bestimmten Zeit und auf die von Gott vorhergesehene Weise wartet. Das zuverlässige prophetische Wort wird in der herrlichen Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus seine endgültige Erfüllung finden, wenn er als König aller Könige und Herr aller Herren kommt. Die Wartezeit mag uns lang erscheinen. Vielleicht sind wir von entmutigenden Umständen manchmal bedrückt. Viele, auf die man sich verlassen hat, sind vielleicht auf der Strecke geblieben. Doch mit dem Propheten, der sich bemühte, den Stamm Juda während einer Zeit beispiellosen Abfalls zu ermutigen, wollen auch wir zuversichtlich erklären: Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt. Lasst uns die erfreuliche Botschaft stets im Gedächtnis behalten. Das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit. Es lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird es. Der Gerechte aber wird durch sein Glauben leben. The Lord.